Lange Zeit schon lebten die Tiere im Dschungel friedlich zusammen. Da gab es das gefräßige Krokodil. Hunger! Hunger! Die verspielten Affen. Das Nilpferd, das immer schlafen wollte. Nur einmal richtig schlafen können. Schlafen. Die majestätischen Elefanten. Den geschwätzigen und eitlen Papagei. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Die neugierige Giraffe. Den musikalischen Pelikan. Ausgerechnet Bananen, Bananen, die esse ich mit dir. Die behäbige Schildkröte. Das flinke Erdhörnchen. Den vernaschten Bären. Die hinterhältigen Geier. Hast du das gesehen? Der Bär ist schon wieder an den Kühlschrank gegangen. Das melden wir dem König. Genau. Die kluge Schlange. Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Fallersleben. Den gefährlichen Panther. Und natürlich den klugen und stolzen König der Tiere, den Löwen. Und wie überall, wo so viele unterschiedliche Leute zusammenleben, gab es auch bei den Tieren ab und an Streit. Hunger! Ich hab solchen Hunger! Hey, lass mich gefälligst in Ruhe! Wir haben auf der letzten Dschungelversammlung beschlossen, dass du keine Erdhörnchen mehr fressen darfst! Halt dich gefälligst daran! Ich hab aber solchen Hunger! Friss gefälligst wen anders! Ich jedenfalls stehe unter dem Schutze des Königs! Nie darf ich fressen, wen ich will. Ich ziehe an den Amazonas. Auch das Nilpferd und die Affen kamen sich des Öfteren in die Quere. Schlaf nur einmal richtig. Schlaf. Müsst ihr mich dauernd ärgern? Könnt ihr euch nicht benehmen, ihr Bande? Man kann ja nicht in Ruhe schlafen. Mittagsruhe ist nur von 13 bis 15 Uhr und es ist schon längst nach 15 Uhr. Aber ich bin müde und will schlafen. Mir doch egal, wie spät es ist. Nicht zu machen, Baldrian. Die Versammlung hat beschlossen, dass wir nur zwischen 13 und 15 Uhr ruhig sein möchten. Aber auch Liebe traf nicht immer auf Gegenliebe. Gehst du heute Abend mit uns aus, Mary? Ihr spinnt wohl! Guck doch mal in den Spiegel! Mit solch hässlichen Gestalten kann ich mich nun wirklich nirgends sehen lassen! Doch dem Löwen, der weise und gerecht war, gelang es meistens, den Streit zu schlichten. Du wolltest also schon wieder das Erdhörnchen fressen? Ja, wollte er. Er hat mich schon im Maul gehabt. Ist nicht wahr. Du bist doch weggelaufen. Wir hatten aber beschlossen, dass du das Erdhörnchen in Ruhe lassen sollst. Es hat genauso ein Recht zu leben wie du. Wo mir aber Erdhörnchen so gut schmecken. Nichts da. Ich kann ja auch nicht jeden fressen, auf den ich Lust habe. Ab sofort lässt du es in Ruhe, verstanden? Ja, aber... Gut gebrüllt, Löwe. Shakespeare.
Was hast du da gesagt? Nichts, ich habe nur laut gelesen. Shakespeare. Shakespeare! Weiß doch jeder! Shakespeare! Das ist mir zu hoch. Da komme ich nicht mit. So ging das Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr. Nicht einmal die alten Elefanten konnten sich daran erinnern, dass es jemals anders gewesen war. Eines Tages hörte der Löwe, wie sich die Affen, Fritz und Franz, untereinander stritten. Es war seltsam. Normalerweise stritten sie immer mit anderen, aber nie untereinander. Gib das sofort her, das habe ich gefunden. Stimmt gar nicht, ich hab's zuerst gesehen. Was ist denn hier los? Warum streitet ihr plötzlich miteinander? Und außerdem, es ist Mittagsruhe. Wartet noch eine Stunde, dann könnt ihr wieder kreischen. Aber das ist mir. Franz hat mir's weggenommen. Ist nicht wahr! Ich habe es gefunden! Wollt ihr endlich still sein? Na also, es geht doch. Was ist denn so wichtig, dass ihr den ganzen Dschungel verrückt machen müsst? Gib mal her! Nein, das gehört mir! Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Goethe. Na schön, aber ich will es zurückhaben. Das ist doch... Das gibt's doch gar nicht. Wo hast du denn das her? Das lag dort hinten. Einfach so. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Das ist ein Diamant, den du da gefunden hast. Hast du gehört? Er hat gesagt, dass ich ihn gefunden habe. Also gehört der Diamant mir. Halt deinen dummen Mund. Wir müssen sofort eine Versammlung einberufen. Alle Tiere kamen zur Versammlung. Sie liebten Versammlungen. Nachdem endlich Ruhe eingekehrt war, zeigte der König den Tieren den Diamanten. Auf unserem Staatsgebiet ist eine Diamantenmine entdeckt worden. Ich hab sie entdeckt! Nein, ich... Es stellt sich also die Frage, was sollen wir tun? Da fragst du noch, wir werden die Diamanten ausgraben und dann werden wir alle reich. Wir werden reich. Habt ihr gehört? Wir werden alle steinreich. Ich werde lauter Diamanten tragen. Ohrring aus Diamanten, ein Diamantenhalsband, ein Diamantenring, ein Diamantengürtel. Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Goethe. So einfach ist das nicht. Überlegen wir genauer. Die Diamanten liegen in einer Mine unter der Erde. Das bedeutet, ihr müsst arbeiten, um die Diamanten herauszuholen. Na und? Dann arbeiten wir eben mal einen Tag. Nicht einen Tag, sondern viele Tage, Wochen, Monate lang werdet ihr arbeiten müssen. Einen Tag würde ich schon mal arbeiten. Aber viele Tage? Nee, das will ich nicht. Und außerdem, wir müssen Bäume abholzen, damit wir eine Straße bauen können. Bäume abholzen kommt nicht in Frage. Wo sollen wir denn dann spielen? Es gibt wirklich genug Bäume hier. Manchmal stehen sie mir richtig im Weg. Die Tiere diskutierten hin und her, überlegten und stritten sich, bis die Brillenschlange meinte... Reichtum und Pracht währt oft nicht länger als eine Nacht. Altes Dschungelsprichwort.
Was ich meine, ist Folgendes. Wenn wir hier Diamanten abbauen und geschmückt wie die Pfingstochsen herumlaufen, dann spricht sich das sehr schnell herum. Dann dauert es nicht mehr lange, bis die Menschen kommen. Und dann ist es mit unserem Glück vorbei. Lucrezia hat recht. Wenn die Menschen in den Dschungel kommen, sind wir ihnen im Weg und sie machen Jagd auf uns. Aus dir machen sie Handtaschen und Gürtel. Euch reißen sie die Stoßzähne aus. Aus dir machen sie Dosensuppen. Und euch werden sie in Käfige einsperren und in einen Zoo stecken. Aus mir können sie aber nichts machen, oder? Oh doch, dir schneiden sie den Schwanz ab und machen einen Rasierpinsel draus. Die Argumente der Brillenschlange überzeugten die Tiere. Sie beschlossen, dass alles so bleiben solle, wie es war. Und damit keiner auf dumme Gedanken käme, verbot der König auch nur in die Nähe der Diamantenmine zu gehen. Alle Tiere waren einverstanden. Konnte sich mit der Entscheidung des Löwen nicht abfinden. Der Panther wurde von Tag zu Tag unzufriedener. Der Wunsch nach Macht und Reichtum nagte immer stärker an ihm. Alter Reaktionär, er kennt einfach die Zeichen der Zeit nicht. Wenn ich König wäre, ich würde das ganz anders machen. Er beschloss, dass etwas geschehen müsse und rief die hinterhältigen Geier zu sich. Unser König ist jeglichem Fortschritt gegenüber feindlich eingestellt. Und er will uns in Armut und Unterdrückung halten. Bei mir wäre das alles anders. Ihr müsst mir helfen, König zu werden. Was bekommen wir dafür? Ihr werdet meine Geheimagenten. Du heißt 001 und du 002 und du 003. Na ja, Bogacha. Geheimagenten, das ist ja schön und gut, aber wie zahlt sich das aus? Na, Kralle, meine ich. Ihr bekommt jeder so viel Diamanten, wie ihr auf einmal tragen könnt. Die könnt ihr dann alle Marilyn schenken. Ihr sollt mal sehen, wie schnell sie mit euch ausgeht. Marilyn wird euch nachlaufen. Klingt überzeugend. Diamonds are the girl's best friend! Die Geier waren einverstanden und versuchten, die Tiere gegen den Löwenkönig aufzuhetzen. Unser König ist ein Tyrann. Er unterdrückt euch. Die Geier haben sie ja nicht mehr alle beisammen. Müde schlafen. Wenn du, Bokascha, zum König willst, wirst du reich und mächtig. Lass mich bloß in Ruhe gehen. Schlaf. Die Geier hatten keinen Erfolg. Überall, wo sie hinkamen, waren die Tiere ganz zufrieden mit dem, was sie hatten. Und sie liebten ihren König. Eines Tages kam die Löwenkönigin zum Löwen und erzählte ihm, dass sie ein Baby bekomme. Ich werde Vater! Stellt euch vor, ich werde ein richtiger Vater! Der Löwe war glücklich. Und so aufgeregt, dass er sich nicht mehr richtig um die Tiere und ihre kleinen Sorgen und Nöte kümmerte. Er wurde ziemlich unkonzentriert. Als das Nilpferd wie jeden Tag zu ihm kam, um sich über die lauten Affen zu beschweren, meinte er,
Ja, ja, ist ja gut. Du darfst das Erdhörnchen fressen. Der ist ja komplett verrückt geworden. Spinnt der? Und in Zukunft machst du gefälligst nicht so viel Krach, wenn andere Leute schlafen wollen. Ich hab mein Leben lang noch nie jemanden gestört. Das ist nicht gerecht. Baldrian stört andere beim Schlafen. Hey, das ist gut. Das ist wirklich gut. Der Panther witterte die Chance, auf die er schon so lange gewartet hatte. Er schickte die Geier los, um die Unzufriedenheit der Tiere noch mehr zu schüren. Merkt ihr denn nicht, dass der König von Tag zu Tag verrückter wird? Naja, irgendwie ist er etwas merkwürdig in letzter Zeit. Und glaubt mir, der König hat nur deshalb verboten, zur Diamantenmine zu gehen, weil er den ganzen Schatz für sich behalten will. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht übertreibt ihr da ein bisschen. Aber weil der Löwe immer öfter falsche Entscheidungen fällte, glaubten die Tiere schließlich den Geiern. Die Brillenschlange Lucretia, die Beraterin des Königs und der Königin, merkte, was vor sich ging und versuchte, den König zu warnen. Das geht vorüber. Warte nur, bis unser Kind da ist. Dann freuen sich alle und werden das Baby genauso lieben wie mich. Die Botschaft höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube, Güte. Die Brillenschlange blieb skeptisch und sie hatte recht. Nicht nur, dass der Panther die Tiere gegen den Löwen aufhetzen ließ, er versprach außerdem, ihnen alles zu erlauben, was sie sich nur wünschten. Hunger. Nie darf ich fressen, wen ich will. Wenn ich König bin, darfst du Erdhörnchen fressen, so viel du willst. Ach, gut. Wenn ich König bin, werde ich dem Krokodil das Maul mit Pflaster zukleben. Versprochen? Wenn ich König bin, dürft ihr spielen und Krach machen, wann immer ihr wollt. In echt? Wenn ich König bin, darfst du schlafen, wann immer du willst. Die Affen werde ich in ein Gefängnis sperren. Das ist gut. Schlafen? Wenn ich König bin, darfst du dich mit so viel Diamanten behängen, wie du tragen kannst. Diamonds are the girl's best friend! Nur bei Lucretia versagte er. Sie ließ sich durch nichts bestechen. Heinrich, mir graut vor dir. Goethe. Verschwinde, Bokassa, ich bin königstreu. Eines Tages war es soweit. Das Löwenbaby war zur Welt gekommen. Zunächst sah es so aus, als hätte der König recht gehabt und die Tiere hätten die Lügen und falschen Versprechungen des Panthers vergessen. Jeder wollte den kleinen Löwen streicheln. Sieht der lieb aus. Und gern kann er auch schon. Ich werde ihn zeigen, wie ein Purzelbaum geht. Ich werde ihn auf meinem Rücken spazieren tragen. Der Panther sah bereits seine Felle davon schwimmen. Doch da entdeckte er, dass das Löwenbaby mit vielen glitzernden Diamanten spielte. Da, schaut genau hin. Der Löwe betrügt euch. Er behält die Schätze des Dschungels für sich. Und uns hat er verboten, die Diamanten auch nur aus der Ferne anzuschauen. Ein Sturm der Entrüstung brach los. Aber das ist doch nur, weil Robin etwas zum Spielen braucht. Das ist doch eine Ausnahmesituation. Es gibt keine Ausnahmesituation, auch nicht für einen König. Wo er recht hat, hat er recht. Jawohl,
Wenn ihr mich zum König macht, wird es keine Ausnahmesituationen mehr geben. Dann bekommen alle etwas von dem Reichtum ab. Schickelt alten König Rabokascha, soll der König sein! Schickelt alten König Rabokascha, soll der König sein! Schickelt den alten König Rabokascha, soll der König sein! Schickelt den alten König Rabokascha, soll der König sein! Schickelt den alten König Rabokascha, soll der König sein! Schickelt den alten König Rabokascha, soll der König sein! Nur das Löwenbaby verstand nicht, was los war und lachte freundlich. Gerade noch rechtzeitig bemerkte der Löwe, wie eine Klapperschlange nach dem kleinen Löwen schnappen wollte. Der Löwe schlug mit der Pranke nach der Schlange. Die aber drehte sich blitzschnell um und biss zu. Das Gift begann sofort zu wirken. Ich bin zu schwach, um euch zu schützen. Flieht! Flieht, soweit ihr nur könnt! Kommt nicht in Frage! Wir lassen dich hier nicht zurück. Es wird Bokassa ein Vergnügen sein, dich zu töten. Kurier die Leute nach meiner Art. Altes Dschungellied. Ich werde dir helfen. Ich habe ein Gegengift in meinem linken Backenzahn. Das hilft. Zumindest wirst du wieder gehen können. Schickt den alten König ein! Ihr habt es geschafft. Ihr habt es nicht. Ihr wolltet Bokassa zum König. Ihr werdet es noch zutiefst bereuen. Wer nicht geht zur rechten Zeit, den bestraft das Leben. Gorbatschow. Oder was, Honny? Sei's drum. Gedemütigt und traurig zog die Löwenfamilie davon. Die neue Brillenschlange begleitete sie. Sie mussten recht langsam gehen, da der Löwe von dem Schlangengift noch sehr, sehr schwach war. Sie wanderten, bis sie die Wüste erreichten. Dort beschlossen sie zu bleiben. Das Leben war recht beschwerlich in der Wüste. Die Löwin musste sich um alles alleine kümmern, denn der Löwe war sehr resigniert und brummte nur immer vor sich hin. Was hab ich denn falsch gemacht? Warum haben sie mich verjagt? Was hab ich denn falsch gemacht? Es war nichts mehr mit ihm anzufangen. Wenn der kleine Löwe mit ihm spielen wollte, schickte er ihn meistens weg. Komm, zeig mir, wie man auf die Jagd geht. Du hast versprochen. Der kleine Löwe aber dachte, so ist das Leben und so ist der Löwe, weil er nie irgendetwas anderes kennengelernt hatte. Aber schon bald fand der kleine Löwe einen richtigen Freund, Ringo, den kleinen Hasen. Hä? Hey, du bist neu hier, stimmt's? Stimmt, genau. Ich bin Robin und ich habe noch keinen Freund hier. Willst du mein Freund sein? Na klar, dachte ich mir schon, dass du alleine bist. Du siehst immer so traurig aus. Komm! Ich zeig dir alles. Gemeinsam durchstreiften sie die Wüste und spielten im Sand. Das Leben des kleinen Löwen bestand aber nicht nur aus Toben. Seine Mutter bestand darauf, dass er auch etwas lernen müsse und bat Lucretia, Robin zu unterrichten. Die Brillenschlange war eine gute Lehrerin. Robin lernte rechnen und schreiben und lesen. Eines Tages, Robin quälte sich gerade mit dem großen Einmaleins ab, erhielten sie Besuch. Hallo Lucretia, wie geht's? Wie steht's? Denk ich an Bokassa in der Nacht, so werd ich um den Schlaf gebracht. Heine. Wir sehen schon, du hast dich nicht verändert. Aber der da, das muss der kleine Robin sein. Ist der groß geworden? Wer sind die denn? Es waren die Zugvögel, die auf ihrer Reise vom Dschungel in den Norden wie immer bei den Löwen vorbeischauten, um Lucretia und die Löwin über die Situation im Dschungel auf dem Laufenden zu halten. Bisher war der kleine Löwe immer weggeschickt worden, wenn die Vögel vorbeikamen. Er sollte nicht wissen, dass sein Vater so schmählich davongejagt wurde. Los, Robin, der Unterricht ist vorbei. Geh zu Ringo spielen. Lass gut sein, Lucretia. Ich glaube, Robin ist jetzt groß genug. Er soll erfahren, was passiert ist. Also zuerst mal muss gesagt werden, dass es uns reicht. Wir haben den Schnabel voll. Das war das letzte Mal, dass wir im Dschungel waren. Es wird immer schlimmer. Wir gehen auf keinen Fall zurück. Wovon redet ihr überhaupt? Ich verstehe gar nichts. Was ist das, ein Dschungel?
Du kannst dich nicht einmal mehr an den Dschungel erinnern? Naja, du warst ja noch ganz klein, als alles passiert ist. Und die Vögel erzählten dem kleinen Löwen von den Intrigen des Panthers und der Vertreibung seines Vaters. Und dann? Was ist dann passiert, als Bokassa König war? Oh je, schlimme und fürchterliche Dinge sind passiert. Der Panther hat eine richtige Schreckensherrschaft errichtet. Ihr wart noch nicht außer Sicht, da sprang der Panther vor Freude in die Höhe. Jetzt bin ich König. Ich bin mächtig. Ich werde reich. Wir beginnen sofort mit dem Abbau der Diamanten. Wir kaufen uns eine Achterbahn und ein Karussell und ein Autoscooter noch dazu. Und ich kaufe mir alle Gummibärchen der Welt. Und ich kaufe mir ein Himmelbärz. Aber es kam ganz anders, als die Tiere es sich vorgestellt hatten. Zuerst müssen wir die Arbeit organisieren. Arbeitsbeginn ist um 6 Uhr morgens, Feierabend um 6 Uhr abends. Und der Panther wies jedem Tier eine Aufgabe zu. Die Elefanten mussten eine Straße zur Mine bauen. Das Erdhörnchen musste die Diamanten ausgraben. Der Pelikan musste die Diamanten zum Waschen an den Fluss bringen. Arbeite ich an, die Arbeiter, Arbeitsfrau, weil du auch ein Arbeiter bist. Das Krokodil und das Nilpferd mussten die Diamanten im Wasser waschen. Es reicht langsam. Hunger. Die Affen, weil sie am geschicktesten waren, mussten die Diamanten schleifen und zu Ringen und Halsketten verarbeiten. Der vernaschte Bär wurde zum persönlichen Diener des Panthers benannt und musste für Bokassa kochen. Immer nur Braten, Nebeler Pudding. Und die Geier sollten alles überwachen. Er hat schon wieder einen Fehler gemacht, siehst du? Natürlich löste der Panther auch keine der Versprechungen ein, die er den Tieren gemacht hatte. Das Gegenteil war der Fall. Baldrian, das Nilpferd, durfte nicht mehr schlafen. Ich will endlich schlafen. Das Krokodil durfte keine Erdhörnchen fressen. Du hast es aber versprochen. Bist du verrückt? Wer soll dann all die schönen Diamanten ausgraben? Die Affen durften nicht mehr spielen und Krach machen. Spielen so viel wir wollen. Wer soll mir dann meine Ringe und Colliers machen? Die einzigen, denen ihre neue Aufgabe gefiel, waren die Geier. Den ganzen Tag beobachteten sie die Tiere und schrieben jede Verfehlung auf. Fritz verweigert die Arbeit. 20 Strafpunkte. Und als 002 hörte, wie das Erdhörnchen zum Pelikan sagte, hoffentlich erstickt der Panther bald an seinen Diamanten. Da schrieben die Geier hocherfreut in ihr Buch, Erdhörnchen wird umsturzlich reden. 50 Strafpunkte. Jeden Abend flogen 001, 002 und 003 zum Panther und zerpetzten die Tiere. Und natürlich durfte niemand auch nur einen einzigen Diamanten für sich behalten. Alles mussten sie abliefern. Schon bald reichte dem Panther die tägliche Ausbeute nicht mehr. Das Erdhörnchen ist zu langsam. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Ich habe von Tieren gehört, die Meister im Graben und Erde aufschaufeln sind. Holt sie bei! Die Geier flogen los, um neue Arbeitskräfte aus fremden Ländern anzuwerben. Und tatsächlich, mit falschen Versprechungen gelang es ihnen, eine Gruppe von Maulwürfen als Arbeitskräfte für den Panther zu verpflichten. Es ist leichte Arbeit. Ja, ihr müsst nur ein kleines bisschen graben. Das macht ihr doch sowieso immer. Und ihr bekommt einen hohen Lohn. Einen hohen Lohn bekommt ihr nach ein paar Wochen Arbeit, könnt ihr als reiche Leute zurück in eure Heimat kehren. Die Maulwürfe gruben und schaufelten. Aber immer wenn sie vom Panther ihren Lohn forderten, sagte dieser, ihr arbeitet zu wenig, ihr seid zu langsam. Ihr bekommt euren Lohn erst, wenn ich mit euch zufrieden bin.
Immer Schafe, 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 nicht Geld. Ich immer den ganzen Tag, ich schaufele, schaufele, andere Baustelle, immer nicht Geld. Am Abend legten sich die Maulwürfe erschöpft auf die Erde und träumten von herrlichen Weiden, Wiesen und Gemüsegärten, wo sie zwar arm, aber glücklich waren. Nicht nur, dass die Tiere immer verzweifelter und verängstigter wurden, auch der Dschungel wurde immer hässlicher. Die ganze Erde war aufgegraben, uralte Bäume auf Befehl des Panthers hin ausgerissen worden. Schön waren nur die Ringe und die Halsbänder, die die Affen fertigten. Aber davon hatten die Tiere ja nichts, außer dem Panther und den Geiern natürlich. Hier, Merlin, ein neues Halsband für dich. Oh, vielen Dank. Ich freue mich schon auf heute Abend. Diamonds are the girl's best friend. Diamonds are the girl's best friend. Zahle das Geld, dann kommt die Braut. Wüstensprichwort. Obwohl, Marilyn hatte schon immer einen miesen Charakter. Und warum wehren sich die Tiere denn nicht? Zusammen sind sie doch viel stärker als der Panther. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Karl Marx. Die Tiere haben einfach alle Angst vor dem Panther. Irgendwie bin ich ja schuld an der ganzen Geschichte. Wenn mein Vater sich nicht so sehr auf mich gefreut hätte, wäre das alles nicht passiert. Ich muss den Tieren helfen. Quatsch, Robin. Wenn du es nicht gewesen wärst, dann hätte der Panther einen anderen Grund gefunden, die Tiere gegen deinen Vater aufzuhetzen. Du hast keine Schuld. Aber trotzdem, so kann es im Dschungel nicht weitergehen. Wir müssen handeln. Los, Robin, hol deinen Vater. Der kleine Löwe rannte so schnell er konnte zu seinem Vater. Der aber zuckte nur resigniert die Schultern und meinte, Sie haben es selbst so gewollt. Sollen Sie doch sehen, wie Sie zurechtkommen. Robin lief enttäuscht zu den anderen zurück. Er will uns nicht helfen. Er sagt, es geschieht den Tieren nur recht, wenn sie schlecht behandelt werden. Und so mussten sich die Löwin, Robin, Ringo und Lucretia ohne die Hilfe des Königs einen Plan ausdenken. Ich werde einfach mit dem Panther kämpfen und ihn besiegen. Ich bin nämlich schon ganz schön stark. Ringo kann es bestätigen. Jawohl, mich hat er neulich ganz schön aufs Kreuz gelegt. O heilige Einfalt, Johannes Hus. Quatsch, erstens bist du so stark nun auch wieder nicht und Mann gegen Mann ist sowieso Blödsinn. Köpfchen muss man haben. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Aber was denn? In der allerhöchsten Not bringt der Mittelweg den Tod. Alexander Kluge. Hä? Gift, die typische Waffe der Schwachen. Wir vergiften den Panther. Bis er tot ist? Oder bis er so schwach ist, dass wir ihn leicht besiegen können. Mal sehen. Und wie kommen wir an ihn ran? Wir müssen seine Geheimpolizei auf unsere Seite bringen. Und die sollen ihm das Gift ins Fressen tun. Klar, wir machen die Geier einfach zu Doppelagenten. Ja, wie wollt ihr das denn machen? Wir können doch nicht einfach hingehen und sagen, ihr seid jetzt Doppelagenten. Geheimagenten sind immer bestechlich. Wir müssen die Geier einfach bestechen. Und dann müssen die Geier den Koch des Panthers bestechen, damit der Bokassa Gift ins Fressen tut. Und die Tiere überlegten, womit sie die Geier bestechen könnten. Ich hab's! Hä? Computer! Wir bestechen sie mit Computern! O tempora, o mores, o Zeiten, o Sitten, Cicero. Na gut, dann versuchen wir sie eben mit Computern zu bestechen. Tut mir leid, aber ihr müsst noch einmal zurück in den Dschungel. Ihr seid die Einzigen, die mit den Geiern reden können. Das sahen auch die Zugvögel ein und sie versprachen, ihr Bestes zu tun. Sagst du?
Ja, das neueste Modell. Superschneller Prozessor und irre viel Speicher. So wie ihr hier arbeitet, mit Bleistift und Notizbuch, das ist doch total überholt. Da lacht euch doch jeder aus. Da hat er recht. Ein Top-Spion ohne Computer, das ist auch wirklich zum Lachen. Und die funktionieren auch richtig? Na klar, mit Farbmonitor und Drucker. Aber nur, wenn ich einen für mich alleine bekomme. Recht hat er, wir wollen alle einen Computer für uns allein. Das ist doch selbstverständlich. Natürlich bekommt jeder von euch seinen eigenen Computer. Fantastisch. Dann brauche ich nur noch ein Telefon und Modem und dann kann ich alle Informationen über die 001 und 002 verfügen anzapfen. Ich will auch noch ein Modem und ein Telefon. Wozu brauchst du denn ein Telefon? Was ist das überhaupt, ein Modem? Du kennst doch den 003, der will dich bloß wieder wichtig machen. Lass ihm doch sein Telefon und sein Modem. Na gut, du sollst dein Telefon und dein Modem haben. Dann wollen wir das aber auch. Na schön, also drei Computer, drei Telefone und drei Modems. Geht in Ordnung. Und dafür helft ihr uns, den Panther zu vertreiben. Worauf du dich verlassen kannst. Jawohl. Hey, Koch! Hä? Du musst uns helfen! Euch helfen? Ihr spinnt wohl! Du musst uns helfen, Bokassa zu vergiften! Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Das ist doch eine Falle! Wenn ich ja sage, dann erzählt ihr es doch sofort dem Panther und der streicht mir meine Honigration. Bestimmt nicht. Hör zu. Wir werden nämlich von unserem alten König, dem Löwen, mit Computern bestochen. Dafür sollen wir dich bestechen, Bokassa zu vergiften. Und womit wollt ihr mich bestechen? Du bekommst von uns so viele Gummibärchen, wie du willst. In allen Farben? In allen Farben. Okay. Ungeduldig warteten Robin, Lucretia, Ringo und die Löwin auf die Rückkehr der Vögel. Sie werden sich doch nicht verflogen haben. Zugvögel verfliegen sich nie. Ich sehe sie. Sie kommen. Wir haben's geschafft. Die Geier werden unsere Doppelagenten. Und ihr meint, man kann ihnen wirklich trauen? Dem traue nie, der einmal Treue brach. Shakespeare. Die sind total scharf auf ihren Computer. Die helfen uns bestimmt. Sie warten auf uns an der Grenze zum Dschungel. Ich kann nicht mit euch kommen. Ich muss mich um Papa Löwe kümmern. Man kann ihn in seinem Zustand nicht allein lassen. Der kleine Löwe aber, die Brillenschlange und der Hase zogen los. Kamel hatte sich bereit erklärt, sie zu begleiten und die Bestechung zu tragen. Zum Dschungel wurden sie von den Geiern bereits erwartet. Tatsächlich, sie haben die Computer. Und die Telefone. Her damit. Nichts da. Erst müsst ihr dem Panther Gift ins Fressen tun, damit er schwach wird und wir ihn vertreiben können. Kein Problem. Ist schon alles organisiert. Wir wollten nur abwarten, ob ihr auch Wort haltet. Kommt schon, 003. Der Bär wartet auf uns. Tatsächlich, sie haben die Gummibärchen. Her damit. Nix da. Zuerst musst du den Panther vergiften. Dann bekommst du die Gummibärchen. Kein Problem. Ist schon alles organisiert. Ich wollte nur abwarten, ob ihr auch Wort haltet. Noch ein bisschen Arsen
Und noch ein bisschen Schlafmittelchen und noch ein... Wo bleibt mein Fressen? Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Noch einmal eine Verspätung und ich fresse dich ungekocht. Das ist das letzte Mal, dass du mich so rumkommandiert hast. Ist es schon fertig? Ich komme ja. Entschuldigung vielmals. Her damit. Wohl bekommt's. Gift! Du hast mir Gift in mein Fressen getan! Regungslos lag er auf der Erde. Es ist vollbracht. Er liegt bewusstlos auf dem Boden. Her mit den Gummibärchen. Die Geier gaben ihm die Gummibärchen und flogen davon. Es ist vollbracht. Er liegt bewusstlos auf dem Boden. Her mit den Computern. Und den Telefonen. Die sind da drüben und viel Spaß. Neugierig drang der kleine Löwe in den Dschungel ein. Er war ja noch nie hier gewesen und alles war sehr neu und fremd für ihn. Der Hase, die Brillenschlange und das Kamel folgten ihm. Die Tiere im Dschungel unterbrachen ihre Arbeit. Was ist denn hier los? Wenn das der Panther merkt, dann geht's ihn aber an den Kragen. Aber als die Tiere merkten, dass der Panther und die Geier nirgends zu sehen waren, ließen sie alles stehen und liegen und liefen hinter dem kleinen Löwen her. Das ist also Bokassa. Was machen wir jetzt mit ihm? Tötet ihn! Tötet ihn! Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Goethe. Doch nein, wir sind keine Barbaren und Mörder. Dann vertreiben wir ihn eben, genauso wie er uns vertrieben hat. Wie denn? Er ist doch bewusstlos und kann nicht gehen. Ratlos schauten sich die Tiere an. Ich hab's. Wir setzen ihn auf ein Floß und das Floß auf den Fluss und bis er aufwacht, ist er schon ganz weit weg. Vielleicht sogar schon auf dem Meer. Und dann? Irgendwo wird er schon landen. Aber das ist nicht mehr unser Problem. Damit müssen sich dann andere herumschlagen. In Windeseile hatten die Elefanten aus Baumstämmen ein Floß gezimmert. Langsam trieb das Floß mit dem Panther den Fluss hinunter. Jetzt erkenne ich dich erst. Du bist der Sohn unseres Königs. Unser König ist zurückgekommen. Der König ist zurückgekommen. Endlich darf ich wieder schlafen. Wo ist denn unser König? Er ist immer noch nicht richtig gesund. Aber das ändert sich bestimmt, wenn ihr ihn wieder zum König macht. Sag ihm, wir wollen alle, dass er zurückkommt. Ich gehe sowieso zurück in die Wüste und dann kann ich auch gleich Bescheid sagen. Ihr seid zwar alle sehr nett, aber es ist mir doch zu wenig Sand da. Und was machen wir mit der Mine? Die wird geschlossen. Für immer. Schüchtern waren auch die Maulwürfe näher gekommen. Wer seid ihr denn? Ihr wart noch nicht hier, als ich weggegangen bin. Das sind unsere Gastarbeiter, würde der Panther sagen. In Wirklichkeit waren sie richtige Sklaven. Sie mussten Tag und Nacht für Bokassa schuften. Damit ist nun Schluss. Ihr seid frei. Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder nach Hause zurückgehen. Ihr könnt aber auch bleiben, wenn ihr Lust habt. Ich verspreche euch, für uns müsst ihr nicht schuften. Na, ich schicke sie nach Hause. Ich mache auf für die erste Pizzeria in die Dschungel. Schmeckt wie bei die Mama mit diesen Tortellini, Rigatoni, Carbonara, Tarantelle, Spaghetti al Forno. Und Honigpizza und Tiramisu. Es war aber nicht mit der Panther, der uns herumkommandiert hat. Die Geier waren fast genauso schlimm. Und sind vielleicht immer noch gefährlich. Mhm. Ihr müsst sie ebenfalls besiegen. Die sind schon besiegt. Und tatsächlich. Da, schau dir doch das an, da.
hat 003 doch tatsächlich auch mich ausspioniert. Jetzt baue ich dem 001 ein Virus ein. An das Passwort kommt nicht mal 002 ran. Endlich trafen auch die Löwin und der Löwe im Dschungel ein. Ihr müsst noch Rücksicht auf meinen Vater nehmen. Er ist immer noch etwas schwach und die lange Reise hat ihn doch sehr angestrengt. Aber in ein paar Tagen geht's ihm bestimmt schon viel besser. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen war wieder alles beim Alten. Hunger! Ich hab solchen Hunger! Das gefälligst wen anders! Die Affen haben die Mittagsruhe gebrochen. Sie haben um 14.07 Uhr einen Höllenlärm gemacht. Stimmt das? Der ist ja schlimmer als die Geier, die alte Petze. Das war das letzte Mal, dass ihr die Mittagsruhe nicht eingehalten habt. Verstanden? Siehst du, Robin, so geht Regieren. Ich werde dir von jetzt an alles genau zeigen. Denn wenn ich alt bin, musst du es an meiner Stelle tun. Ich habe Geschmack gefunden an der Republik, seit ich so viele Könige habe gesehen. Béranger. Hä? Ich denke, wir haben beschlossen, dass der König von nun an gewählt wird. Natürlich dürft ihr euch euren König selbst wählen. Aber es ist doch wohl klar, dass ihr meinen Sohn wählt, oder? Na klar. Ja. Also los, regieren wir.